Diese Regentonne ist wirklich nichts Besonderes, kann man jedem Baumarkt für 10 bis 20 Euro kaufen, steht in sehr vielen Gärten und hat ein Fassungsvermögen von ungefähr 200 Liter, ist für Kleingärten ausreichend. Wenn man jetzt so ein etwas größeres Projekt hat wie ich mit einem Folientunnel, dann reicht das bei weitem nicht. Dafür haben wir jetzt hier zum Beispiel so ein Regenauffangbecken, was mein Vater vor einigen Jahren selbst gebaut hat. Und da passt wesentlich mehr rein als bei sowas gekauften. Und heute schauen wir uns einfach mal an, wie mein Vater das gebaut hat. Also eine kleine Inspiration für euch, wenn ihr mal weg von solchen Regentonnen kommen wollt oder von den IBC-Tanks. Das Auffangbecken zu bauen ist recht einfach. Alles, was mein Vater dafür jetzt gebraucht hat, für das Gerüst zum Beispiel, sind Holzbretter. Und da auch nachdem, je nachdem, wie groß ihr das haben wollt und welche Höhe das haben soll, ist alles vom Plan festgestellt. Dementsprechend holt ihr euch natürlich die Holzbretter. Mein Vater hat oben und unten jeweils ein Loch in jedes Brett reingebohrt und hat dann dort ein Drahtseil eingefädelt und hat dann so die ganzen Holzbretter miteinander verbunden und zwischen den Holzbrettern nochmal so eine Plastikhülse rein, damit hier halt hier alles stabil bleibt, so zusammen bleibt in der entsprechenden Form, wie er sich das vorstellt. Und das ist dann das Gerüst. Es war am Anfang bei uns im Keller im Sickerschacht, dieses Auffangbecken ist ja mehrere Jahre alt, es war dann da im Keller unten drin in diesem Schacht und da war es ein bisschen rundlicher. Jetzt haben wir es dann vor einer Woche rausgeholt. Da ist auch leider die alte Folie gerissen. War sehr tragisch oder auch schade darum. Wollten wir eigentlich nicht, aber ist jetzt halt passiert. Durch das Ganze rumziehen und abbauen. Und hat er sich halt jetzt hier eine neue Teichfolie geholt und hat dann dieses Gerüst so aufgebaut, dass es halt auch eckig ist, hat auch Schienen ran gemacht, damit es halt hier besser einfach an die Wand passt. Die Vorteile, dass das Ding jetzt hier am Schuppen steht, sind einerseits, dass es sich jetzt selbst befüllt. Hier an der Ecke haben wir ein Fallrohr, das heißt, wenn es jetzt hier regnet, dann wird das hier durch das Regenwasser vom Dach befüllt. War vorher nicht so, wo es in diesem Schacht drin war, da mussten wir es immer aufwendig mit der Pumpe vom Sickerschacht da rein pumpen und so füllen und auch wieder, um halt da Wasser zu entnehmen, auch wieder rauspumpen. Und dann mussten wir auch die Pumpe umstellen. Alles sehr aufwendig. Hier können wir einfach die Pumpe reinwerfen, müssen wir sie gar nicht mal erst umstellen und können auch hier regelmäßig mit der Gießkanne den Tunnel gießen. Und es ist halt jetzt auch alles näher zum Tunnel, was auch nochmal ein zusätzlicher Vorteil ist, also auch nochmal zusätzlich zeitsparend. Und das hat jetzt ein Fassungsvermögen von ungefähr 3000 Liter. Das ist 3 Meter lang, 1 Meter breit und 1 Meter hoch. Also auch um einiges mehr als solche einfachen Regentonnen, die man sich da kaufen kann oder die IBC-Tanks. Also auch ein Heidengeld. Das hat er damals, also das sind jetzt hier ungefähr 3 IBC-Tanks und damals, wo er das gemacht hat, war es alles um einiges günstiger, das halt selbst zu machen und hat auch Team natürlich zusätzlich Spaß gemacht. Jedenfalls hat er dann auch hier, als das Gerüst stand, die neue Folie reingetan und dann auch hier ein kleiner Tipp von mir, wie er das handgehabt hat. Also man bekommt ja die Folie gefaltet. Er hat dann die Folie so ausgelegt, dass sie halt genau zum Boden passt. Also jetzt hier zum Beispiel diese 1 Meter Länge. Und hat sie dann ein bisschen auch so auseinandergefaltet, dass es halt schon mal so anlegt für die Höhe. Und hat dann alles zusammengerollt. Und dann mit dieser Rolle ist er dann hier reingegangen, hat dann die Folie, so die Rolle unten ausgelegt, hat er genau zum Boden gepasst und hat das ja dann ausgerollt und konnte an den Seiten schön ausstreichen und hier so diesen Überhang machen und hat da alles festgetackert. Und das ist halt für ihn so eine Methode, wie er auch alleine, ohne jetzt meine Hilfe zum Beispiel, diese Folie dann optimal und perfekt ohne Aufwände auslegen kann, weil sonst muss er sie halt irgendwie ausfalten, muss er halt immer alles drum machen und dann immer schauen, dass es halt in den Ecken passt und sowas. Und hat er mir immer erzählt, dass es halt sehr aufwendig ist und hat dann auch alles jetzt zum Schluss festgetackert. Und hier nochmal ein zusätzliches Ding, was er jetzt drauf gemacht hat, ist so ein kleiner Schutz, damit nicht so viele Sachen, Papier, Dreck oder sonst irgendwas da oder Blätter, irgendwelche Sachen da mit reinfallen, weil das bleibt in der Pumpe hängen. Ist so auch ein kleines Ablageort, was sie hier gemacht hat, wenn wir halt zum Beispiel eine Voranzucht haben und hier unsere ganzen Schalen oder Töpfe hier ablegen möchten, dass wir dann die Pflanzen besser rankommen, sind besser geschützt auch vor den Schnecken und bekommen auch hier bessere Sonne. Das Ding ist fertig und kann jetzt nur mit Freude aufgefüllt werden und wir sind jetzt hier auch am Ende des Videos angekommen. Gerne für den Algorithmus das Übliche machen, kommentieren, abonnieren und auch Daumen nach oben geben. Schaut auch gerne auf meine Webseite vorbei, da findet ihr noch weitere Informationen zu meinem Projekt, Kurse, die ich anbiete, Saatgutliste, Coachings
und so weiter und so fort. Da auch gerne vorbeischauen, gerne auch bei den Social Media Sachen, die ich halt habe. Es ist alles unten verlinkt, wisst ihr alle Bescheid. Und dann empfehle ich euch auch, weitere Videos auf diesem Kanal anzuschauen, weil ich euch welche in der Endcard zum Beispiel verlinken, was ich jetzt im Winter alles gemacht habe, welche Vorbereitungen anstehen. Kann ich auch nur mal empfehlen, so vorbeizuschauen, damit man hier die Vorbereitung fürs kommende Gartenjahr hat. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.